Ein ungewohntes Bild bot sich Kunden und Spaziergängern am Samstagmorgen, den 18.02.2017, an der Borkner Straße. Dülmener Künstler und Jugendliche nutzten die Schaufenster der Firma Hohmann als Medium für eigene Kreationen. Mit Pinsel und Farbe wurden diese bemalt. Die Idee kommt jetzt von mir und wir werden im März, April unsere Schaufensterfront neu machen. Und irgendwann dachte ich mir eingefallen, ja prima, ist doch super. Da können wir doch mal mit dem Kulturamt, mit der Frau Althoff sprechen. Und da habe ich gesagt, viele Künstler aus Dülmen können es anmalen. Und Frau Althoff und ich haben uns total gefreut, dass Frau Lepper-Mainzer, Frau Grosche, Frau Körner und Herr Jahn uns alle sofort bereit waren mitzumachen. Das war total großartig und wir freuen uns heute wirklich richtig toll auf dieses tolle Ergebnis, was dann daraus wird. Hinter der Aktion steht ein Austausch der Schaufensteranlage. Die gesamte Front soll neu gestaltet werden. Die alten Scheiben werden entsorgt. Wir haben verschiedene Dülmener Künstler angefragt vom Kulturbüro aus und wir haben etliche gewonnen. Das ist einmal Annette Körner von der Malschule Körner und einer ihrer Schüler, Konstantin Engel. Dann haben wir Gabi Lepper-Mainzer, Petra Grosche, Klaus Jahn, ein Team der Neuen Spinnerei und auch einige Schülerinnen und Schüler des Clemens-Brentano-Gymnasiums, die hier mitwirken heute. Das ist bewusst so gemacht, dass die Kunst vergänglich sein wird. Wir werden das natürlich alles mit Fotos festhalten, aber die Kunstwerke selber werden in spätestens 4 Wochen wieder weg sein. Ob abstrakte Bilder oder Figuren aus Comicserien, Vorgaben für die Schaufensterbemalung gab es nicht. Sogar der Rahmen konnte mitbemalt werden. Künstlerin Gabi Lepper-Mainzer nutzte ein Fenster als politischen Weckruf anlässlich der Anschläge islamistischer Aktivisten in Europa. Ja, es ist ein Statement. Sie wissen ja, dass momentan unsere Demokratie in Europa ziemlich wackelt und das merkt man immer mehr. Und wenn man dann einfach mal schaut, was jetzt in den letzten 2 Jahren nur an großen Anschlägen passiert ist, die kleinen sind ja da auch noch gar nicht mit erwähnt, dann kriegt man ja eine Gänsehaut. Und es ist ein Zeichen, dass man versucht, eben eine Stellungnahme zu nehmen. Und ich finde diese Aktion sehr, sehr schön und das ist ja auch der Grund, weswegen ich mitmache, dass man ein Zeichen setzt, um eine künstlerische Plattform für Jugendliche und Künstler zu geben und dass man gleichzeitig eben auch auf sich selber aufmerksam macht, dass eben das Geschäftssterben in der Stadt eben wahrgenommen wird und dass man eben auch dagegen kämpft, dass man wirklich ankämpft und eben sich was Besonderes überlegt. Besonders bei den Jugendlichen kam die Malaktion sehr gut an. Also ich finde das ganz spannend, dann kann sich da auch Leute treffen und es ist ja auch ganz schön. Ja. Insgesamt 4 Wochen sollen die Bilder auf den Schaufenstern erhalten bleiben. Danach ist der Ausbau geplant. Eine Fotodokumentation soll diese ungewöhnliche Aktion für eine spätere Veröffentlichung festhalten.